Jetzt sind in Bayern dann Wahlen am Wochenende. Hat wahrscheinlich ziemlich jeder schon mal mitgekriegt. An sich kein besonders interessantes Thema. Es sind gleichzeitig auch in Hessen Wahlen, Landtagswahlen in beiden Ländern. In beiden Ländern stehen Verfassungsfeinde zur Wahl, also aktive Verfassungsfeinde, die in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, auf eklatante Weise die Verfassung gebrochen haben und das weiterhin tun. Es ist aber eigentlich ziemlich egal. In Bayern sind die Wahlen auch deswegen nicht besonders interessant, weil man einigermaßen weiß, was rauskommt. Es sind ja demokratische Wahlen und wir wissen alle, Demokratie heißt im neueren Sinne, wie es jetzt verwendet wird, vor allem Stabilität. Also so eine Art Trutzburg, wo sich die guten Menschen drin verschanzen und dann das Tor ganz fest verriegelt, damit die Bösen nicht reinkommen. Und so gesehen ist Bayern eigentlich sowieso der demokratischste Staat oder das demokratischste Land auf der Welt, kann man nicht sagen. Da wäre Nordkorea noch demokratischer. Aber zumindest hier in Deutschland von den Bundesländern ist es schon eines der demokratischsten, weil geändert hat sich hier seit Wilhelm Hübners kurzer Episode als SPD-Ministerpräsident nichts mehr. Also seit die CSU damals auch mit kriminellen Methoden sich das Land unter den Nagel gerissen hat. Seitdem hat sich nichts mehr geändert und das gilt ja dann heute als besonders demokratisch. Es bleibt alles immer gleich, es ist stabil und wer dagegen ist, der fliegt raus. Galt schon beim Strauß. Huch, das hat sich gereimt, das war jetzt gar nicht beabsichtigt. Was früher bei solchen Wahlen immer ganz interessant war, war immerhin, was auf den Plakaten gestanden ist, weil man da die Parteien unterscheiden konnte. Ein bisschen zumindest. Heute steht eigentlich bei alle das Gleiche drauf. Also bei den meisten steht jetzt gar nichts mehr drauf. Irgendwie nur noch so ein Kreuzerl und ein Gesicht. Und das heißt halt, jetzt geht gefälligst hin und kreuzt es an. Das ist eigentlich schon auf entwaffnende Weise ehrlich so. Wir machen einfach das, was halt die Industrie, Kapital und so, was die vorschreiben, das machen wir einfach. Es wollen aber wir sein, die es machen und deshalb bitte kreuz uns an und ansonsten gibt es kein Argument. Manchmal steht noch was dazu dabei, ich glaube bei allen auch bezahlbar irgendwie. Alles muss jetzt bezahlbar sein, darf nichts mehr geschenkt geben oder einfach in Gemeinschaftseigentum. Nein, so ist natürlich nicht gemeint. Es ist meistens gemeint, die Wohnungen sollen billiger werden. Das ist Quatsch eigentlich. Deswegen steht es auch bei allen drauf, weil natürlich sind die Wohnungen viel zu teuer. Aber es weiß auch jeder, weder die Freien Wähler, noch die CSU, noch die SPD, noch sonst irgendjemand wird daran irgendetwas ändern, auch nicht ändern können übrigens. Dann gibt es noch einige andere Sprüche. Bei der CSU steht gerne mal noch Freiheit, bei der FDP auch Freiheit, bei anderen irgendwie Freiheit. Bei der SPD ganz originell steht noch Solar drauf, bei manchen dann wieder Klima, eigentlich auch wieder bei allen Klima. Also die Sachen, mit denen man wirklich keinen Hund hinterm Ofen hervorlockt. Ich meine, wer geht jetzt da am Wochenende hin und sagt, ja, wähle ich jetzt CSU oder SPD? Lieber Freiheit oder Solar? Also so blöd ist wirklich keiner und das denken die wahrscheinlich auch gar nicht. Jetzt habe ich neulich bei einem politischen Journalisten und Kommentator, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, gehört, der hat gesagt, so funktioniert Demokratie halt praktisch wie so ein Markt. Die Parteien sind dann wie so Läden, die haben ihre Auslage, ihr Schaufenster, wie beim Obsthändler halt, das hat dann da Ananas draußen liegen, Ananas 6 Euro. Und dann geht man vorbei und sagt, oh ja, doch, nette Ananas. Und die Kunden suchen sich dann halt aus, was sie wollen. Und da, wo es ihnen am besten gefällt, da kaufen sie dann ein. Das ist auf den ersten Blick, beschreibt es die Realität relativ gut, weil es ist ja anscheinend tatsächlich so. Man sagt da irgendwie Solar und dann kommen Kunden vorbei und sagen, oh ja, Solar, da kaufe ich ein. Der nächste und steht bei allen drüber, hier, bezahlbar, bezahlbar. Ja, dann kann man sich wieder selber raussuchen. Aber trotzdem ist diese Darstellung und Einschätzung natürlich grundfalsch, weil es antidemokratisch ist. Mal wieder mein Lieblingswort. In der Demokratie müsste es vielmehr so ausschauen, dass die Wähler, also die Bevölkerung, die Läden sind. Dass dann zum Beispiel die Armen oder die Arbeiter oder auch die Reichen, die Industriellen, der Mittelstand, die Ladeninhaber, dass die alle da ihren Laden haben und sagen, passt auf, wir haben folgende Probleme. Da steht dann aber bestimmt nicht Solar oder Klima
Oder bezahlbar vielleicht schon. Aber da steht dann zum Beispiel, was wir auf keinen Fall wollen, ist, dass sich so ein Skandal wie dieses Corona-Theater nochmal wiederholt. Wir wollen auch, dass der Krieg sofort aufhört, dass verhandelt und Diplomatie getrieben wird. Aber das steht auf keinem Plakat von den Parteien. Das heißt, diese Parteien sind eigentlich gar keine Parteien, weil die müssten jetzt vorbeigehen an den Läden und dann sagen, wen vertrete ich denn jetzt im Landtag? Und dann gehen es zum Beispiel an die Armen vorbei, da steht, wir haben keine Wohnungen, das Essen wird immer teurer, wir haben kein Geld, helft uns bitte, repräsentiert uns und setzt unsere Interessen durch. Dann können zum Beispiel eine linke Partei oder halt eine Arbeiterklassenpartei hergehen und sagen, gut, euch vertreten wir, und dann gehen die in den Landtag und vertreten die Interessen dieser Leute. Dann steht am nächsten Laden irgendwie hier die Großindustriellen. Da geht jetzt zum Beispiel einer von der FDP vorbei oder von der AfD oder CSU und sagt, ja, das schaut ganz gut aus, die brauchen auch jemanden, die vertreten wird. Da kriegen wir zwar nur 5%, aber immerhin, und darum geht es ja auch gar nicht, weil die sind ja auch nur 5 oder 3%, wer weiß, und vertreten muss man sie trotzdem. In Wirklichkeit schaut es völlig anders aus, aber das wäre Demokratie. Und dann könnte man natürlich noch grundsätzlich fragen, ob man Demokratie überhaupt mit dem Markt vergleichen sollte. Aber das ist mir jetzt zu anstrengend. Am Schluss gebe ich vielleicht dann noch eine Wahlempfehlung. Wählt doch am... Nein, mache ich nicht. Wirklich nicht. Nein. Zumal ich halt die ganze Zeit die Kamera in der Hand halten muss und jetzt werden meine Arme schwach. Das ist wie bei diesem Maskrug-Spiel, wo man minutenlang oder sekundenlang einen vollen Maskrug am ausgestreckten Arm halten muss. Ah, jetzt kann ich ehrlich gesagt gleich nicht mehr. Ach, vielleicht ist... Das ist eher Schmarrn. Wer interessiert sich schon für Wahlen? Achso, aber das könnte man vielleicht doch noch dazu sagen, weil es ist ja auch so, dieser Landtag, ich meine, in Bayern, habe ich ja schon gesagt, ist besonders demokratisch. Man weiß, da ändert sich nichts oder kaum was. Und das heißt, eigentlich kann man sich das Wählen von Haus aus sparen, weil den Söder, den werden wir sowieso nicht los, beziehungsweise die CSU, die kann man einfach nicht loswerden, das geht nicht. Man könnte es aber vielleicht einmal umgekehrt versuchen zu deuten und dann zu sagen, wenn jetzt jemand politisch tätig sein will, zum Beispiel kenne ich ein paar Leute bei den Linken, die mir sehr sympathisch sind und die auch gute Ideen haben und sich sogar teilweise, also ich will jetzt auf, das ist keine Wahlempfehlung, im Gegenteil, es gibt auch bei anderen Parteien vernünftige und kluge Leute, die sich für Dinge einsetzen, und kann man manchmal anderer Meinung sein politisch, aber Engagement gibt es da sicher. Jetzt ist halt das Problem, wenn diese Leute politisch arbeiten wollen und sitzen dann im Landtag, dann ist mit der politischen Arbeit vorbei, weil da drin kann man nichts mehr bewegen, da ist die CSU und aus. Deswegen könnte man die Wahl, wenn man jetzt mit einer Stimme tatsächlich einen Einfluss hätte, könnte man die auch dazu nutzen, dass man Leute abserviert sozusagen aus der Politik. Wenn jemand da jetzt immer rumläuft und irgendwie tätig ist und so, und man sagt, na, das gefällt mir gar nicht, was der macht, ja, dann wählt man halt den Landtag rein. Dann sieht man los. Ich weiß, das ist ein blöder Gedanke. Aber ich kriege ihn irgendwie nicht aus dem Kopf, dass das eine Möglichkeit wäre, Leute aufs Abstellgleis zu schieben. Und andererseits könnte man dann sagen, ja, dann darf ich aber jetzt die, bei denen ich will, dass die politisch tätig sind, auf keinen Fall wählen. Da wird es dann schon schwieriger. Da muss man sich dann wieder klar machen, diese Wahlen haben sowieso überhaupt keinen Sinn irgendwie.